Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir haben jetzt mal hier in der zweiten Mission der römischen Kampagne angekommen, haben hier einen Schatz gefunden tatsächlich und können allerdings leider keine Bürger bauen, haben uns hier die Bürger besorgt tatsächlich und wir könnten jetzt hier Nahrungsmittel und Eisen abbauen. Das würde ich sagen, machen wir doch einfach mal. Das passt nämlich genau auch für den Abbau. Ja, wir könnten eine Siedlung bauen, aber wir können keine Bürger bauen. Das geht nicht. Leider Gottes. So, Freunde. Genau, wir haben es beim letzten Mal hier oben versucht, dort zu landen. Aber da sind zwei Kriegsschiffe vor. Und die müssen wir irgendwie ablenken, indem wir hier diesen Hafen wieder einnehmen. Ganz genau. Und jo. Aber dafür brauchen wir eine schlagkräftigere Armee, würde ich sagen. Oder? Nee, so lange können die uns eigentlich nicht warten lassen. Was haben wir hier? Noch ein Bürger. Ah, okay, ja, dann komm. Bau mal Holz ab. Genau, hack mal Holz. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, laden wir die nochmal hier ein und erkunden wir nochmal hier Italien und seine tollen Länder. Alles klar, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass man wieder hier dabei eingeschaltet hat bei Empire Earth. Und ja, wir machen weiter in der römischen Kampagne des Add-ons, Zeitalter der Eroberungen. Und versuchen jetzt hier diesen Hafen wieder zu erobern. Weil das der Oberboss von der Insel hier quasi haben wollte. Und genau, da würde ich sagen, landen war doch einfach mal hier. Genau. Du auch bitte. Komm hier rein und lande. Ah, da, Sulla. Der Sulla, das ist der Kollege, der uns Rom weggenommen hat. Ach, du Heilige, was zur... Hallo? Gegen den Elefantenappen haben die keine Chance hier. Seht ihr das? Dann macht bitte diesen Turm hier im Arsch. So, Freunde. Sehr gut. Die Schiffswerften wurden ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben. Die Seepatrouille sollte jetzt abgelenkt sein. Haha, okay. Das heißt, wir können da oben landen. Freunde. Das heißt, wir können da oben landen. Oh Gott, eine Armeen werden zwar auch immer weniger, aber ich glaube, das war ein ganz guter Zug, den wir da gemacht haben. Jetzt mit dem Hafen hier unten. Wir könnten jetzt... Wartet mal, wir haben doch einiges an Ressourcen mittlerweile, ne? Ja. Marius, du warst gar nicht dabei. Was soll das denn? Marius, Kollege. Du warst gar nicht dabei. Ah, gut, okay. Nur zwei Bürger bei der Nahrung. Das finde ich ein bisschen wenig, muss ich sagen. Gibt es hier nicht noch irgendwo mehr Nahrung? Nee, gibt es hier leider nicht. Okay. Ichtar spricht. So, so. Gut, alles klar. Dann direkt hier nach oben, würde ich sagen. Los, Schiffe, los. Die Transportschiffe der Bronzezeit. Da sehen wir es. Transporter Bronzezeit. Und genau, wir sind angeblich im frühen Mittelalter, aber irgendwie 60 vor Christus ist bei mir noch kein Mittelalter. Das hat auch der gute Elit gesagt. Ich denke, wir sind in der Antike. Vielleicht sogar noch vor Antike, ich weiß es nicht genau, aber eher antike Kupferzeit so ungefähr. Oder Bronzezeit, je nachdem. Und genau, würde ich sagen, landen wir mal hier. Die Kriegsschiffe müssten ja abgelenkt sein, jawohl. Okay. Genau. Wunderbar. Ach, du Heilige. Was kommt denn da alles an? Boah. So, los hier. Was ist denn das? Etruiter. Etruitier. Okay. Ah. Und wesentlich feindseliger, als ich erwartet hatte. Wir müssen eine Möglichkeit finden, uns entlang der Straße nach Osten in die Stadt zu schleichen und den Gouverneur gefangen zu nehmen. Zweifellos versteckt er sich im Stadtzentrum.
Oh Gott. Wieder mit Schleichen? Das. Oh nee, das muss nicht sein, oder? Wieder mit Schleichen? Oh, das kann wieder böse enden. Dann verstärkt man den Pilumträger. Was, warum? Ach, Holz brauchen wir dafür, okay. So, bringen Sie Marius ins Stadtzentrum von Etruria. Ah, hier oben also, okay. Um den Statthalter von Etruria zur Unterwerfung zu zwingen. Alles klar. Ich denke einfach mal den Weg entlang. Den Weg hier entlang, okay. Ach du Heilige, da sind wir schon. Okay, hier ist auch noch Gulla. Komm, komm, Marius, komm, raus, 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 raus. Okay, raus, Marius. Okay. Gut, dann macht die alle kaputt hier, los. So. Oh, und vor allem das hier. Skorpion. Was ist denn ein Skorpion? Ach, du Heilige. Puh. Was wollt ihr? Marius, du kannst gleich mal einen Schlachtruf machen. Marius? Oh Gott, nein, nicht du zuerst. Mach mal einen Schlachtruf. So, dann kannst du eigentlich hochheilen hier, ne? Halt den Elefanten lieber hoch. So, wunderbar. Sehr schön. Die Sulla-Türme hier platt machen, los. So, Marius. Och nö, warum ist denn der Elefant weg? Ja gut. Okay, Stadtzentrum. Verdammt nochmal, hier. Haben wir's jetzt? Ja, Gott sei Dank. Hi. Oh, Marius. Was für eine unerwartete Überraschung. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr kommt, hätte ich ein Festmahl vorbereiten lassen. Wollt ihr etwas trinken? Nein, Gouverneur. Aber ich will eure Stadt und eure Soldaten. Ihr werdet eure Waffenkammer öffnen und mir erlauben, jeden Mann, der dazu körperlich in der Lage ist, für meinen Feldzug zur Rückeroberung der Republik auszurüsten. Solange ihr mir treu helft, muss ich euch wohl nicht abkommandieren, eine meiner Angriffskohorten persönlich anzuführen. Oh, meine Güte, ja! Selbstverständlich habt ihr meine uneingeschränkte Loyalität. Im Norden der Stadt werdet ihr im Bezirk der Sklaven viele tapfere Männer finden. Der hört sich ja ein bisschen zögernd an, der Typ, ne? Ich verspreche jedem Mann hier Land und ein dauerhaftes Einkommen, wenn er jetzt gemeinsam mit mir zu den Waffen greift und dabei hilft, Rom von der Tyrannei zu befreien. Nehmt von mir Aufstellung, um eure neuen Waffen und Rüstungen entgegenzunehmen. Eure Chance auf ein ganz neues Leben. Falls ihr mir aber nicht folgen wollt, könnt ihr ruhig in euren armseligen Hütten vermodern. Gute Aktion. So, ich habe da wieder die Karte gesehen. Ah! Bürger! Was wollt ihr? Wir haben Türme. Wir haben Bürger. Wir können immer noch keine Sachen bauen. Was zur... Ach, die müssen wir wahrscheinlich wieder... Rekrutieren Sie einige oder alle Bürger im Sklavenviertel und stellen Sie eine Armee für einen Angriff auf Rom auf. Was ist jetzt? Gut. Jetzt müssen wir Rom umstellen und es vom Rest der Halbinsel abschneiden. Ich denke, die Stadt wird sich erheben und mir bei der Vertreibung von Sullas Truppen helfen, wenn ich es schaffe, das Kapitol zu erreichen. Wir müssen verhindern, dass die Sulla-treuen Senatoren aus der Stadt fliehen. Falls sie es schaffen, das freie Land zu erreichen, könnten sie weitere Truppen zum Kampf gegen uns auf die Beine stellen. Die Hafenstadt Ostia, knapp vor den Toren Roms, wird ihnen wahrscheinlich als eine Fluchtroute dienen. Deshalb sollten wir den Hafen dort zerstören, bevor wir unseren Angriff beginnen. Ja, immer mit der Ruhe, Leute. Also, ich muss ja noch ein paar Bürger hier rekrutieren. Ich muss ja noch ein paar Bürger hier erstmal rekrutieren. So, dann mach mal bitte ein paar Bürger. So, kabam, 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 kabam. So, Pilumträger, kommt bitte mit hier vorne hin. Alles klar, Freunde. Dann und die Bürger. Wir können leider keine Truppen bauen. Oh! Wir haben einen Skorpion. Alles klar, cool.
Ich muss allerdings doch erstmal nochmal überlegen. Sie müssen Rom erobern, indem sie Marus in die Nähe des Kapitols bringen. Alle vier von Sullas Lakaien beseitigen und so die Republik zurückfordern. Okay, aber wie gesagt, ich muss ja erstmal hier noch die Bürger rekrutieren. Alles klar. So, da waren nochmal vier Pilumträger. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir brauchen hier gar keine Ressourcen so wirklich. Ich meine, die können wir ja auch aufwerten jetzt. So. Die können wir auch aufwerten. So. Was ist mit denen? Okay. Wir haben eigentlich nur zwei verschiedene Einheiten, ne? Na gut, wir bräuchten dazu jetzt noch ein bisschen mehr Holz, aber das passt schon. Ich glaube, Marius, hol dir alle Minikin. Los. Alle Sklaven von hier oben. Das ist natürlich schon... Ui. Was zur... Hey. Nix da, Junge. So, wunderbar. Die haben wir erledigt. Perfekt. So. Haben wir hier noch was? Schade. Okay, wir haben nichts mehr. Okay. Aber das sollte natürlich dann erstmal reichen, denke ich. Marius? Wo bist du? Da bist du, Marius. Nein, stopp. Wohin soll ich gehen? Marius, geh ins Krankenhaus zurück. Du musst dich mal ein bisschen schneller hochheilen. Was wollt ihr? Der ist so unhöflich, der Marius. Ich hab dem doch gar nichts getan hier. Naja, Gott. Okay, dann ist er jetzt nämlich auch hochgeheilt. Sehr gut. Ja, dann können wir auch los. Dann können wir auch schon los. Genau, hier unten sollen wir zuerst hin. Tatsächlich. Und hier ist das Endziel. Okay. Alles klar. So, dann... Nein, stopp. Erstmal sammeln. Na gut, dann macht das Haus hier kaputt. Ganz genau. Bronzezeit. So ein Quatsch. Echt. So ein Quatsch. Na gut, dann macht das kaputt hier. Wo werden wir denn angegriffen? Ach so. Oh. Okay. Mach die kaputt. Ach du Scheiße. Oh, mach die alle im Arsch. Wunderbar hier. Hahaha, perfekt. Ja, dann. Marius, du kannst bitte diese Bogenschützen hier kaputt machen. Beziehungsweise Pilumträger. Ganz genau. Ja, wunderbar, Marius. Dann heilen wir alle hoch. Und dann haben wir hier noch diese Hafenanlage. Genau, das Dock, um genau zu sein. Oh, was schießt denn das ab? Das ist ja cool. Der Skorpion. Der gute alte Skorpion. So. Gut. Ah, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier nur einen Weg reinsuchen. Oha. Uiu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 
Huhu, die sind ganz schön stark, muss ich sagen. So, dann... Schieß mal drauf da. Hallo, los. So. Du kannst doch bestimmt hier reinfeuern, oder? Aber das passt. Wunderbar. Schau dich das an. Das passt. Sehr gut. Das sind Bogenschützen. Einfache Bogenschützen. Ah, wunderbar hier. Kabäm. Warum schießt du nicht? So, jetzt. So, aufmachen. Aufmachen, lass uns rein hier. Los. Na gut, das kann eine Weile dauern. Mist. Ich hätte eigentlich voll reinmarschieren sollen. Oder gibt's da noch einen anderen Weg? Oder gibt's hier noch einen anderen Weg? Wartet mal. Ne, gibt's keinen anderen Weg rein, ne? Nö. Okay. Da müssen wir es tatsächlich abwarten. Oh Mann, Freunde, das kann ein bisschen dauern. Und, ja, dann kann ich mich ja in der Zwischenzeit mal ein bisschen um... Was zur... Hey, Carles, warum bist du nicht dabei? Oh, shit, 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 okay. Da sind noch mehr Römer von Sulla. Ah, alles klar, perfekt. Ah, oh, wunderbar. Wunderbar. Perfekt. So, wo ist denn der Wahnsinnige? Da ist der Wahnsinnige. So. Du gehörst doch mit hierzu, Mensch. So. So, der Marius, der heilt sich auch wieder hoch hier. Dann machen wir mal einen Schlachtruf. Genau. Damit die Einheiten zumindest ein bisschen mehr Schaden machen hier. So. Und ja, Freunde, das können wir, das kann ein bisschen dauern. tatsächlich ist es so, dass wir hier leider keine zusätzlichen Belagerungseinheiten haben. Wir müssen das tatsächlich alles mit unseren Einheiten machen. Ach ja, ach ja. Und ja, vielen Dank nochmal an euch für die Tipps bei der letzten Mission. Mit der Armee oben rechts, das hätte ich echt nicht mehr gedacht. Also echt nicht mehr gefunden. Und auch hier mit dem Rauszoomen. Das ist wirklich gut gelaufen. Dass wir endlich mal ein bisschen zumindest rauszoomen konnten. Ui, da. So, jetzt können wir ja rein. Jetzt können wir ja rein. Okay, aha. Okay, was? Sulla Senatoren versuchen aus Rom zu fliehen. Sie müssen unbedingt aufgehalten werden. Nein. Lass. Kommt rein. Oder kommt raus, je nachdem. Ach du Heilige. Okay. Was ist das hier? Senator. Okay. Oh. Das ist jetzt aber ein bisschen viel. Schaffen wir das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Shit. Ja, ja. Ist ja okay, ich hab verloren, ich weiß. Ja, ja. Nur weil der Marius wieder nach vorne laufen musste, ne? Es ist doch so beknackt, echt. Aber gut, wir waren ja nicht weit weg. Ne, wir waren ja eigentlich nicht weit weg. So, dann können wir jetzt ja auch eigentlich mal versuchen, hier reinzukommen, wa? Macht ihr das Tor mal bitte auf? So, und dann schießt mal da rein, los. Ballert dir rein! Und du, was machst du? Du kannst doch bitte hier bleiben, genau. Marius, halt die Einheiten hoch. Was machst du, Marius? Hallo? Was macht ihr da schon wieder? Hey, hallo? Hört ihr mal auf? Marius, halt die hoch. Was macht ihr denn da? Könnt ihr mal... So, neuer Versuch hier. Alles klar. Da ist wieder ein gepanzerter Soldat von denen. Wir werden angegriffen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mit ganzem Herzen. Was will der da oben? Naja, egal. Marius. Wir werden angegriffen. Da werden wir angegriffen. Was will der denn?
Na gut, wisst ihr was? Nee, das kann der Karales machen hier. Das kann der Karales machen. Ihr könnt euch mal ein bisschen hochheilen wieder. Ach. Ihr seid ja schon voll. Naja gut, okay. Alles klar. Dann seid ihr bitte alle Team 1, ja? So. Ja gut, dann macht ihr mal kaputt. Römischer Legionär, okay. Gut, der Wahnsinnige ist auch wieder am Start. Dann, könnt ihr uns mal hier reinlassen, bitte? So, mach die kaputt, los. Alles klar hier. Dann, hey, hallo, Skorpion. Nicht wegfahren. Alles klar, so. Dann können wir hier jetzt nochmal das Ding hier nochmal kaputt machen. Verdammt. Ja, ist in Ordnung. Ja, Freunde, tut mir leid, dass wir das jetzt nochmal von vorne sehen, aber es ist halt so gewollt, ne? Oder wartet mal, Quatsch. 7000, wartet mal, Quatsch. Was? Was willst du denn? So, wartet mal. Haha, okay. So, dann macht mal hier das kaputt, genau. Das geht doch viel schneller hier. Anstatt das hier, 16.000. Ishtar spricht, genau. So, das geht doch viel schneller hier. Alles klar, sehr schön. Das heißt, ihr könnt hier ein Loch reinballern. Und ja, dann haben wir gleich doch schon wieder das Folgenende erreicht. Och man, das geht echt immer so schnell, ne? Schade. Empire Earth macht so Spaß, Freunde. Ist auch voll gut, dass es hier noch dieses Add-on gibt. Diese Add-on-Kampagne. Schau dir das an. So, haben wir jetzt bald mal ein Loch da drin. Was zur... Ja, dann macht das Haus kaputt. Mein Gott. Ich habe hier Wichtigeres zu tun, ehrlich. So, noch irgendwie eine Minute oder so. Und dann kommen wir auch schon rein hier. Ach du Heilige, Marius, heil den mal hoch. So. Wunderbar. Und weiter drauf, los. Es brennt schon. Die Mauer brennt schon. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Genau. So, dann haben wir das ja. 400, 300, 200, 100 und tschüss. So, dann könnt ihr... So, die versuchen aus Rom zu fliehen wieder. Das können sie gerne versuchen. Was macht ihr da schon wieder? Hallo? Ah, verdammte Hacke. So, bleibt jetzt doch mal einfach mal hier. Hallo, bleibt bei Stellung halten. So. Stellung halten und ihr schießt jetzt bitte einfach überall drauf da. So, wo sind die Senatoren? Die sind kaputt, ne? So, Marius, du sollst in die Nähe vom Kapitol. So, ach nein, das ist der falsche. Ja gut, dann lass die Gegner mal kotzen. So. Mindestens ein Senator ist entkommen und hebt eine neue Armee aus. Okay, alles klar. Das ist blöd gelaufen. Aber wir sollen doch einfach nur hier den Gaius hier oben hinbringen, ne? Den Marius. So, oder? Oder was? Ja, das gehört jetzt uns. Da, ui. Ui, 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 ui. Okay, okay, okay. Rom gehört uns. Uiu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 
Krass, okay. Ja, gut, aber mein Gott, das haben wir ja noch hingekriegt hier. Und nicht wieder Marius zuerst. So, dann mach die kaputt. Pilumträger. Perfekt. Alles klar, dann fürs. Oh. Ach, guck mal an, wir hätten auch. Shit. Wir hätten auch Belagerungswaffen bauen können, ich Idiot. Ah ja, gut. Was macht der denn da? Was macht der denn da? So. Dann könnt ihr ja nochmal da oben den platt machen. Und dann sollte es also eigentlich schon gewesen sein für die zweite Mission. Die war ja recht relativ einfach dann. So, mach den kaputt da. Das ist ja der letzte hier, oder was, ne? Noch ein gepanzerter Soldat. Dann mach den kaputt. Wo will der hin? Hier, Schwertkämpfer. So, römischer Legionär. Nee, das war's noch nicht. Okay, alles klar. Dann würde ich aber trotzdem mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.